wir leben in verrückten Zeiten. Zumindest diejenigen, hallo, hallo, die im Außen hier noch am Beobachten sind, die sogenannte Neuigkeiten konsumieren aus unseren offiziellen Medien. Hallo Myriwet. Ja, da müsstet ihr das Gefühl haben, wir leben in verrückten Zeiten. Und das stimmt auch, wir leben in absolut verrückten Zeiten, aber es sind großartige, verrückte Zeiten. Guten Morgen, Myriwet, wie geht's denn dir? Du hast so ein schönes Video gemacht mit diesen Herbstblättern, das war richtig klasse. Ja, verrückte Zeiten, Leute, wie geht's euch in diesen verrückten Zeiten? Ich bin ja, sag ich mal, ein bisschen weg vom Schuss. Ich bin in der glücklichen Lage, mir tatsächlich die eigene Dosis wählen zu können, in der ich sehe, was in unserem sogenannten Außen, ja wunderbar, was in unserem sogenannten Außen vor sich geht. Und es kann schon, wenn du wirklich glaubst, dass das, was du siehst, das ist, was ist, dann kann es dir Angst machen. Und ich werde jetzt einfach mal hier ganz klar und deutlich sagen, es ist so gewollt, dass du Angst hast. Es ist gewollt, dass du jetzt Angst hast. Und weißt du was? Es ist schon sehr, sehr lange gewollt, dass du Angst hast. Weil wenn du Angst hast, dann bist du mit deiner Angst beschäftigt. Wenn du Angst hast, bist du damit beschäftigt, Angst zu haben. Verstehst du? Wenn du Angst hast, bist du damit beschäftigt, Angst zu haben. Und wer möchte denn schon gerne Angst haben? Wer möchte denn schon gerne nicht wissen, wie es in die Zukunft geht, in seine Zukunft geht, wie es weitergeht? Wer möchte schon nicht gerne wissen, woran er sich halten muss? Wir alle wollen doch so gerne diese Sicherheit spüren. Und wir sind darauf konditioniert worden, unsere Sicherheit in einem für uns erstellten System zu finden. Und jetzt im Moment sind wir gerade in einer Zeit, wo wir diese Sicherheit von diesem System, wo sie uns weggenommen wird. Ja, wir erkennen, dass dieses System erstens mal nicht so funktioniert und nicht so zuverlässig ist und uns nicht so schützt, wie wir das eigentlich mal gedacht haben. Und auch das ist ein großer Grund, warum wir Angst haben. Und das ist ein ganz großer Grund, warum wir eigentlich schon immer Angst hatten. Warum wir von Generation zu Generation in Angst geboren worden sind. Weil uns auf der einen Seite, hallo Petra, weil uns auf der einen Seite immer gesagt worden ist, dass wenn wir brav und artig sind und in diesem System funktionieren und unsere ganze Kraft da reinsetzen, gut funktionierende Systemmitglieder zu sein, dann ist alles gut. Dann ist alles sicher. Dann ist unser Überleben gesichert. Und dann ist auch unsere soziale Integration gesichert. Das heißt, mit unserer sozialen Integration ist unsere Anerkennung gesichert. Wenn unsere Anerkennung gesichert ist, dann ist auch wieder unser Überleben im Rudel gesichert. Und es ist wirklich seit fast 200 Jahren, wenn nicht länger. Es gibt jetzt 175 Jahre Kindergarten ungefähr. Das ist ja unser erster Sozialisierungskanal, wo wir beigebracht kriegen, wie wir in diesem System, ja, auch eine dicke Umarmung, wo wir beigebracht kriegen, wie wir in diesem System zu funktionieren haben. Ja, das ist die Sozialisation, das Pädagogische, was uns unser ganzes Leben lang geprägt hat und was für uns ab dem Moment, ab dem wir gelernt haben oder lernen sollten, selbstständig zu denken, unser Leitfaden gewesen ist. Ja? Es ist das, was du denkst und fühlst, ist dir willentlich beigebracht worden.
Ja? Das, wovor du Angst hast, ist in dir geschürt worden. Du bist ein Konstrukt, du bist eine Erziehung des Kollektiven, der kollektiven Vorstellung. Du hattest nie eine Wahl. Du hattest nie eine Wahl in deiner Sozialisierung. Du hattest nie eine Wahl, dich für etwas anderes zu entscheiden. Du hattest nur die einzige Wahl, dich gegen das System zu entscheiden und gegen das Status quo zu entscheiden. Und abhängig davon, wie mutig du warst, war es krasser, das, was du gespürt hast, als du dich gegen Dinge entschieden hast, die Mann oder Frau ja eigentlich so macht. Und wenn du nicht so mutig warst, dann hast du alles in dich reingefressen, bist traurig geworden, bist verzweifelt geworden und hast diese Emotionen in dir selbst getragen und sie nicht gezeigt. Ja? Das ist der einzige Unterschied. Die einen haben es in sich reingefressen, die Verzweiflung, hier keine Wahl zu haben in diesem Leben, ausgeliefert zu sein in einem System, das ja scheinbar so gut und so richtig ist für dich, aber du hast es nie gefühlt. Und die anderen haben rebelliert. Die anderen sind gegen oder aus dem System ausgetreten. Die einen mit großen Schritten und haben sozusagen ein alternatives Leben sich aufgebaut. Die anderen mit einem kleineren Schritt, immer zwischen System hin und her und dem, was ich eigentlich leben will und eigentlich glaube. Aber nichtsdestotrotz, es war nie das, was du wirklich willst. Es war nie das, was du wirklich möchtest an Freiheit. Es war nie das, was du wirklich in deinem Herzen gefühlt hast. Hey, good morning, Susi. Guten Morgen. Ja, ich bin hier gerade ein bisschen da, die Leute ein bisschen abzuholen von dieser crazy, crazy Welt da draußen, die sich am Auflösen ist, die gerade zerfällt. Und es geht einfach darum zu erkennen, dass dieser Zerfall für uns gefeiert werden darf, weil da es ist so viel Belastung für uns drin gewesen in unserer Vergangenheit. Da ist so viel Krankheit, da ist so viel Leid, da ist so viel Traurigkeit und vor allem Hilflosigkeit, die aus diesem System für uns out of the boxes, ja, es gibt keine Boxes. Wir dürfen jetzt genau lernen, das System ist eine Box mit ganz vielen kleinen Boxes, ja. Das ist dieses System, das für uns erschaffen worden ist, vor dem Glauben, dass der Mensch etwas ist, was geformt werden muss vom Mensch. Ja, das ist der Hintergrund. Der Mensch ist etwas, was geformt werden muss von Menschen. Damit ein Mensch ein richtig guter Mensch wird, muss er von sogenannten guten Menschen geformt werden. Und das ist allgegenwärtig. Diese Überzeugung ist allgegenwärtig. Und die Leute, die jetzt schon viel von mir gehört haben und viel oder mehr von mir gehört haben, die wissen, dass es nicht stimmt. Und dass es so ist, dass der Mensch in einer hundertprozentigen Perfektion hier auf Erden ankommt. Und dass der Mensch voll von Liebe, voll von Vertrauen, voll von unendlicher Sicherheit hier landet. Und all das wird uns genommen, wenn uns beigebracht wird, wie wir in diesem menschengemachten System zu funktionieren haben. Und das allererste, was natürlich funktioniert, wenn du als Kind anfängst zu merken, dass du ja abhängig bist, dass du in ein System reingebracht wirst, das war halt einfach so, indem du dort siehst, wovon du abhängig bist. Du bist abhängig von Essen, du bist abhängig von Versorgung und du bist abhängig von Erwachsenen. Ja?
Du bist einfach abhängig. Also entscheidet jeder erwachsene Mensch auf dieser Welt im Umgang mit seinen Kindern, was in welche Abhängigkeit dieses Kind gebracht werden muss. Ja? Deine Eltern haben entschieden, wovon du abhängig bist. Jetzt sage ich es mal ganz krass. Deine Eltern, ich sage nicht, dass sie schuldig sind, dass sie es bewusst gemacht haben, aber es ist etwas passiert. Und zwar, du bist als Kind schon abhängig gemacht worden von Dingen. Ja? Es ist eine Sucht, eine Sucht implementiert worden in uns als Kinder, nach der wir immer gestrebt haben. Und zwar diese Sucht nach dem, was uns scheinbar wirklich glücklich macht, was uns scheinbar wirklich Sicherheit gibt. Danach sind wir süchtig gemacht worden. Und danach haben wir immer gestrebt, danach haben wir immer gesucht im Leben. Ja? Wir haben immer danach gesucht, dass all diese Dinge erfüllt sind für uns. Dass wir sozial anerkannt sind, dass wir Feedback bekommen, dass wir Liebe bekommen, dass wir dadurch, dass wir Liebe und soziale Anerkennung haben, die Sucht nach Anerkennung, ja, weil diese Sucht nach Anerkennung, die hat ja scheinbar dafür gesorgt, dass wir finanziell gesichert sind und diese finanzielle Sicherheit hat ja scheinbar dafür gesorgt, dass wir zu essen haben, dass wir Lebensraum haben, ja. Also, wenn du anerkannt bist, wenn du in dem System bist, dann hast du einen Platz in diesem System und dann wird dieses System dich mit den finanziellen Ressourcen versorgen, die du dazu nutzen kannst, zu überleben, ein Dach über dem Kopf zu haben und deine ganzen Grundbedürfnisse à la Maslow zu befriedigen. So, Grundbedürfnisse sind befriedigt. Und nachher hast du das Recht, dir aus dem System weitere Bedürfnisbefriedigung zu holen. Das sind diese ganzen materiellen Geschichten, ein schöneres Auto, mehr Reisen, was kannst du noch alles tun? Ja, du kannst ja noch Gutes tun, du kannst spenden für einen guten Zweck und so weiter und so fort. Und nachher bist du dann irgendwann mal in dieser Maslow'schen Bedürfnispyramide oben angekommen und dann darfst du dir weiterhin, während du aber schön brav im System funktionierst, all diese zusätzlichen Wünsche erfüllen. Und wisst ihr was, deswegen ist es aber auch so, dass wir uns fast diese zusätzlichen Wünsche gar nicht getrauen zu sehen, was wir uns eigentlich wirklich wünschen. Weil in diesem System ist ganz klar festgelegt, was du dir als anständiger, nicht gieriger, nicht hochnäsiger Mensch alles wünschen darfst. Weil wenn du dir zu viel wünschst, wenn du überbordest, wenn du gierig wirst, ja, weil wenn du gierig wirst, dann geht's wieder runter im System. Dann gierige Menschen kriegen keine Anerkennung, ja. Gierige Menschen möchte man nicht. Also wirst du, wenn du mehr möchtest, als das System dir erlaubt, als gut zu empfinden, kriegst du den Stempel, pam, du bist gierig. Und den Stempel möchte niemand haben. Du bist gierig, du bist arrogant, den Stempel möchte niemand haben. Also erlaubst du dir nicht mal etwas, was du glaubst, was du gelernt hast, was als gierig oder als überbordend oder als too much vom System her anerkannt wird. Und das stimmt ja alles gar nicht. Das sind ja Zusammenhänge, die sind uns infiltriert worden. Die sind uns so vorgelebt worden, vom Kindergarten, in die Schule, in die Uni, in die Ausbildung. In egal welchem sozialen Konstrukt du dich bewegt hast, ist es ganz klar geworden, wie du sein musst, damit du okay bist. Du musst dich anpassen, du darfst nicht zu viel wollen, du darfst nicht gierig sein,
du darfst nicht schuldig sein und so weiter und so fort. Deswegen wechselt mein Sohn auch bald das Schulsystem. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Es gibt Alternativen. Ja, Alternativen gibt es. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir es erkennen, dass wir eben das Alternativ eigentlich gar nicht alternativ ist, sondern alternativ ist das, wie es sein sollte. Ja? Und wie sollte es sein für göttliche Wesen hier auf dieser Erde? Erstens mal Nummer eins, dass jedes Wesen erkennt, dass es nicht abhängig ist von einem System. Dass das Überleben nicht vom System her gesteuert wird, sondern dass du dein System aufbaust, weil du bist Schöpfer. Du bist Schöpfer. Genau, ich will Gesundheit, Kraft für jetzt, da ich schwach bin. Ja, Therese, aber warum bist du schwach? Wo ist deine ganze Kraft geblieben? Und ich bin mir ganz sicher, deine ganze Kraft ist geblieben im System. Deine ganze Kraft ist geblieben, indem du versucht hast, dem System zu genügen und deine Kraft in ein System eingebollert hast, wobei das System niemals das liefern kann, was es dir verspricht, was es dir scheinbar verspricht. Und wenn du jetzt schaffst, deine ganze Kraft aus diesem System, aus allen Bedingungen, aus allen Vorstellungen rauszunehmen, die du jemals gedacht hast, zu erfüllen zu müssen, und jetzt ganz klar erkennst, dass du dein System bist und dass du dein System für dich selber aus dir heraus kreieren kannst. Und zwar aus dem, was du wirklich bist, reine, pure Liebe, ohne eine einzige Bedingung. Und wenn du dir das erlaubst, holst du dir aus allen Bedingungen deine Kraft wieder zurück. Ja? Aus allem, was du irgendwann mal gedacht hast, was du sein musst. Aus allem, was du gedacht hast, wo du eine bessere Ehefrau sein musst, wo du ein besserer Arbeitnehmer sein musst oder was auch immer. Wenn du sagst, das stimmt alles gar nicht. Was ich alles geglaubt habe, ist eine Riesentonne Bullshit, die ich übernommen habe, für die ich keine Schuld und keine Verantwortung trage, aber wo ich berechtigt bin, alles loszulassen, jetzt und hier, und in die Tonne zu schmeißen und zu sagen, ich muss nach keiner einzigen Bedingung des Systems mehr tanzen. Die Bedingungen, nach denen ich lebe, ich brauche keine Bedingungen. Ich entscheide, was ich will. Ich erschaffe, was ich will, weil mein Herz, meine Liebe, meine Bedingungslosigkeit das möchte. Und dann kannst du dir alles erschaffen aus diesem unendlichen Raum. Und ich weiß, ganz viele von euch haben das immer wieder gehört und wissen es, dass dieser Raum der unendlichen Möglichkeiten gibt. Dr. Joe Dispenza, das Quantenfeld, und du musst nur dort reingehen. Aber die Sache ist die, wir gehen alle als diese bedingungslose Typen, Typinnen, Dudes, Düdinnen, gehen wir ins Quantenfeld rein mit unseren ganzen verdammten Bedingungen und versuchen dort immer noch Bedingungen zu erfüllen und zu sagen, was darf ich haben, was darf ich mir wünschen, wie aus dem System heraus, aus diesen ganzen Bedingungen, wie viel darfst du denn haben? Und solange du dieses System und dieses ganze Gedonner, was dir eingetrichtert worden ist, nicht einfach für dich ablegst und sagst, ich bin Liebe, ich bin der Raum der Liebe und die Liebe ist bedingungslos, ja? Ein System, das ganz viele Bedingungen an dich stellt, kann doch nicht liebend sein. Ist es auch nicht. Ein System, in dem du nur anerkannt, unterstützt und gefordert wirst, wenn du Bedingungen erfüllst, kann doch nicht das göttliche, liebende, wahre System sein, aus dessen Idee du hierher gekommen bist als Schöpfer, als Schöpferin. Das muss dein Verstand sein. Darf das kapieren, der darf erkennen, was ist denn falsch, was läuft denn da falsch, was hat denn mit uns Menschen als krasse, kräftige Schöpfer
irgendwas damit zu tun. Es nimmt doch nur die Kraft. Du hast es so schön geschrieben, Therese. Es nimmt dir die Kraft. Es nimmt dir alle Kraft. Es nimmt dir alle Macht. Es nimmt dir alles Vertrauen. Und was gibt es dir dafür? Angst. Einen riesen Haufen Sack Angst. Und dieser Sack Angst, der beängstigt deinen Körper. Der stellt deinen Körper in die Ecke, der lähmt dich, der macht dich bewegungslos, der bringt dich zum Zittern und du bist null in deiner Kraft. Du bist schwach. Das System hat uns Menschen schwach gemacht. Das System hat uns ganz viele Lügen und über unsere Kraft erzählt. Und jetzt ist es an der Zeit, das erstens mal zu erkennen, was da abgelaufen ist, dass wir 100% schuldfrei sind, aber dass es jetzt die Erlaubnis gegeben hat, offiziell aus dem System auszutreten und dass wir als Schöpfer einfach bedingungslos entscheiden dürfen, wie wir leben. Und dass es immer Menschen geben wird, die es nicht verstehen, aber dass du dir einfach erlaubst, dein Leben in diesem Ausmaß zu kreieren, indem du es kannst. Du kannst einfach entscheiden, wie du leben möchtest. Du kannst alles für dich entscheiden und du verlierst nichts. Und mit jeder Entscheidung gegen das System gewinnst du an Freiheit und Kraft. Und hier geht es nicht darum, das System abzulehnen. Nein, 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 das sage ich nicht. Aber hier gibt es ein System, aus dem du dich bedienen darfst, aus dem du nehmen darfst, was für dich dienlich ist, und zwar bedingungslos. Und wenn du Medizin nehmen möchtest, dann nehme sie zu deinen Bedingungen, wie es für dich stimmt. Wenn du Schule nehmen willst für deine Kinder, nimm diese Schule, diese Art und Weise von Schule, die für dich stimmt. Ja? Und glaube nicht, dass wenn du das eine nimmst, dass du das andere nicht auch nehmen darfst. Du darfst dir aus dem System, das kann dein Lebensbuffet sein, aber du brauchst für dich deinen eigenen Content, wer du wirklich bist aus dieser Welt, auf dieser Welt, dass du dir eben eine Weltvorstellung verinnerlichen, die die Wahrheit ist über dich als göttliches Wesen, als 95% Spirit, Geist, Energie. Und diese Energie darfst du dort einsetzen, wo du willst. Du bist nicht verpflichtet, Energie abzugeben und Dinge zu füttern, die du nicht haben möchtest. Das ist auch so eine Fehlvorstellung, weil ohne deine Energie, ohne deine Aufmerksamkeit, verlieren die Dinge, die du nicht möchtest, an Kraft. Und warum schreien diese Dinge so laut, dass du ihnen Energie geben musst? Warum sind sie so laut? Warum sind sie im Fernseher? Warum sind sie in den Zeitungen? Warum sind sie im Radio? Weil sie ohne deine Energie und ohne deine Aufmerksamkeit nicht überleben können. Aber du darfst entscheiden, du musst nicht denen Dingen, die so laut schreien, sich aber nicht gut, nicht richtig, abhängig, nicht bedingungslos, nicht für dein Sein gut anfühlen, kann keiner im Fernsehen so laut schreien und dich dazu zwingen, Dinge zu glauben, Dinge zu füttern mit deiner Energie, wo du ganz genau weißt, sie fühlen sich nicht gut und richtig an. Und das ist Selbstbestimmung. Und du darfst dir bewusst werden, wie viel Power in dir ist und dass du diese Power endlich zu dir nimmst und sie dorthin schickst, was für dich aus deinem liebenden Herzen heraus stimmig ist. Und jetzt sind wir an diesem Punkt, wo wir diese Sache knacken müssen. Wir werden so voll gemüllt von Dingen, die wir nicht haben wollen. Und zwar Abhängigkeit. Wir wollen keine Abhängigkeit. Wir sind hier, um diese Sucht der Abhängigkeiten abzulegen und in einen riesengroßen Schritt der Freiheit der Entscheidung
zu gehen. Ja? Freie Entscheidung hat nichts mit Abhängigkeit zu tun. Und solange du süchtig bist nach Abhängigkeiten und nach Regeln und nach Vorstellungen, die dir scheinbar Sicherheit geben, wirst du niemals frei sein. Und wir wollen alle frei sein, aber wir glauben nicht an Freiheit. Aber Freiheit ist unser Geburtsrecht. Freie Entscheidung ist unser Geburtsrecht, ja? Und freie Entscheidung bedeutet, dass ich frei und ohne eine Bedingung mich für klare Liebe entscheiden kann. Für all das, was sich nach Liebe und Begeisterung anfühlt, kann ich mich jeden Moment entscheiden. Das ist freie Entscheidung. Und ich kann mich für meine Lebensvorstellung, für meinen Lifestyle frei entscheiden, wenn ich all diese Ängste, die mir aus den Abhängigkeiten her immer wieder suggeriert werden, als das erkenne, was sie sind, einen Stoß in die Richtung zu sagen, du bist frei. Du bist frei. Du musst keine Angst haben vor nichts. Du bist ein freier Schöpfer. Du bist ein freier Entscheider. Und die Angst erinnert dich jedes Mal daran, dass du nicht in deine Freiheit getreten bist. Dass du dich von der Angst irritieren lässt, dass du Entscheidungen nicht triffst. Oder dass du Entscheidungen so triffst, wie du denkst, dass die Angst sie haben will. Deswegen hast du die ganze Zeit Angst. Und wenn du erkennst, was die Angst ist, ein Arschtritt in deine Freiheit, ein Arschtritt in deine Unabhängigkeit, ein Arschtritt in deine bedingungslose Liebe, ein Arschtritt dahin, dass es dir erlaubt, bedingungslos dein Leben zu lieben. Die Angst gibt dir einfach nur Arschtritte. Jeden Tag, und je mehr Angst du hast, desto mehr Arschtritte kriegst du, um rauszufinden, was will ich denn wirklich? Was will ich denn wirklich, wenn ich nicht die Angst habe? Was ist denn mein wirkliches Traumleben, für das ich hier bin, wenn da nicht die Angst wäre? Ja? Und das zu erkennen, ist jetzt der Moment für dich. Es ist jetzt der Moment für dich, dich neu zu erfinden in deiner eigenen Wahrheit und alles andere, was andere für dich miterfunden haben, zu evaluieren und nicht mehr mitzunehmen, wenn du sagst, es ist nicht stimmig für mich. Und je mehr Menschen das jetzt machen, und zwar nicht kämpfen gegen, sondern wissen, dass alles, das von dir keine Aufmerksamkeit mehr bekommt, sich auflöst. Es löst sich einfach auf. Es vergeht. Und dann hast du Platz für das, was du möchtest. Nur du wirst es nie schaffen. Du wirst es nie schaffen, solange du gefangen bist in. Erst wenn ich gesund bin, dann darf ich das denken und fühlen, was ein gesunder Mensch fühlt. Nein, so geht es nicht. Jetzt darfst du denken und das fühlen, was ein gesunder Mensch fühlt. Erst wenn ich Geld habe, darf ich das denken und fühlen, was ein finanziell freier Mensch fühlt. Nein, 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 nein. Jetzt darfst du denken und fühlen, was ein finanziell freier Mensch fühlt. Weil nur dann weißt du, wie es ist, das zu sein, was du sein möchtest. Wenn du dir erstmal erlaubst, das zu denken und zu fühlen, was du sein möchtest. Du möchtest ein geliebter Mensch sein in deiner Beziehung. Du möchtest geliebt, getragen und unterstützt werden. Egal, was du erlebst im Moment, du darfst es dir erlauben, dich zu fühlen wie ein geliebter, getragener, unterstützter Mensch. Und noch viel wichtiger, du darfst so denken wie ein geliebter, getragener, unterstützter Mensch. Wie denkt denn ein Mensch, der geliebt, getragen und unterstützt wird und sicher ist? Weißt du das denn? Weil wenn du es noch nie hattest für dich im Leben,
dann musst du dir erstmal die Gedanken machen, wie das denn wäre, wie das denn ist, wenn du geliebt, getragen und unterstützt wirst. Wer darfst du denn dann sein? Und diese Vorstellung darfst du jetzt schon verkörpern. Es geht hier nicht um Zeit, weil Zeit nur, wenn die Bedingung erfüllt ist, ist die Bedingung erfüllt. Und wenn die Bedingung erfüllt ist, ist die Bedingung erfüllt. Und dafür brauchst du Zeit. Bis du alle Bedingungen mal erfüllt hast, brauchst du einen Haufen Zeit, denkst du. Aber wenn du jetzt weißt, dass du gar keine einzige Bedingung mehr erfüllen musst, brauchst du auch keinen Haufen Zeit. Sondern dann überspringst du die Bedingungen. Du kollabierst die Zeit. Und du bist jetzt schon frei geliebt und unterstützt. Du spürst jetzt schon deine finanzielle Freiheit, die Möglichkeiten, die sie dir erübrigt. Du bist jetzt schon der gesunde Mensch. Du kollabierst die Zeit. Du kollabierst, wenn du Zeit kollabierst, kollabierst du Bedingungen. Die musst du alle nicht erfüllen, sondern du kollabierst alles und du sagst so, und jetzt ist der Moment, an dem ich frei bin. Geliebt, unterstützt, komplett tomato gesund. Hallo, liebe Katrin. Und das ist wichtig. Wir können jetzt schon diese ganze Zeit kollabieren. Wir müssen nicht warten auf wenn dann, sondern wir entscheiden, dass wir alle Bedingungen rauskollabieren. Wir sparen uns die ganze Zeit, die wir auf hätten wenden müssen, um Bedingungen zu erfüllen. Und wir sind jetzt schon in der reinen Verkörperung dessen, was unser Geburtsrecht ist. Und auch wenn das Außen noch hinterherhinkt, auch wenn der Körper noch hinterherhinkt, aber der Mindset und der Gefühlsset, die können schon on point sein. Die können schon lange dort sein, wo du sein möchtest. Wenn du diese ganzen Bedingungen, die dir beigebracht worden sind, rausnimmst. Und jetzt, hier und jetzt, aus diesem Mindset, aus diesem Emotionset in die Verkörperung, jetzt und hier reinzugehen, eines von 100%ig Liebe erfüllten Menschen reinzugehen und die Welt mit den Augen der Liebe zu sehen, gibt dir das Gefühl der Liebe. Und aus dem Gefühl der Liebe wieder heraus bist du in kompletter Fülle, Freiheit und Unabhängigkeit. Aber das muss in dein ganzes Konzept, darf das eintreten. Und du musst wissen, was es bedeutet, wenn du draußen Drama im Fernsehen Leid siehst, wenn du eine Information bekommst, dass Menschen leiden, dass Menschen arm sind, dass Menschen hungern. Dein Mind, dein Verstand muss wissen, was es für dich bedeutet, wenn du so etwas siehst. Was bedeutet es für dich? Du darfst noch mehr daran glauben, dass für alle genug da ist, dass jeder in Fülle leben kann. Du darfst noch mehr daran glauben, dass niemand leiden muss. Du darfst noch mehr daran glauben, dass niemand krank sein muss. Und je mehr du für dich selber daran glaubst, desto mehr eröffnest du den Raum für Menschen, die da reinspringen wollen und auch daran glauben wollen. Und stell dir das doch mal vor, stell es nur mal vor, du gehst irgendwo hin, eröffnest diesen Raum dieser unbegrenzten Möglichkeiten, weil du dieser Raum bist und du machst das, sagen wir mal, in Afrika. Und du hast die Möglichkeit, für die Menschen dort so einen Raum zu eröffnen. Ohne ihnen zu sagen, aber du musst zuerst das machen, du musst zuerst das machen, du musst zuerst das machen, du musst zuerst das machen. Sondern du bist die Person, die überall, wo sie hinkommt, für Menschen so einen Raum eröffnet, die wieder den Menschen, die in deinen Raum eintreten, plötzlich ihren Potenzial, ihre Möglichkeiten, ihre Schöpferkraft erkennen. Also Entschuldigung, das ist doch viel, viel mehr wert als alle finanziellen Spenden dieser Welt, die Bedingungen erfüllen. Und das ist nachhaltig.
Und wir dürfen diese Menschen sein, die an so ein System glauben, weil es das göttliche System ist, weil es wirklich die wahre göttliche Ordnung ist und nicht die göttliche Ordnung, die die Kirche und Religion wieder suggeriert hat, damit du ins System reinpasst, wo einfach das verbraucht hat, benutzt hat für ihre eigenen Machtstrukturen. Wenn du das kapierst, wenn du das kapierst und dich da befreist, kannst du deine wahre göttliche Wirkung hier und jetzt in diesem Leben auf diesen Erdball, auf diesem Planeten bringen. Und dann bist du scheiß happy, frei, gesund und lebst in absoluter Liebe. Und alle, die mit dir im Raum sind, bekommen die Erlaubnis, das auch zu tun. Und so funktioniert es halt. Im Großen, in der Wahrheit, im Ganzen. Und nicht in diesen kleinen Boxes, die wir hier in unser Hirn eingepflanzt bekommen haben und einfach gedacht haben, ja, das ist das System von ganz, ganz vielen Boxes. Ja? Das heißt ja, out of the box. Out of the box ist in keiner Box, aber du hast Zugriff auf alles. Du bist alles, du bist alles, du bist all eins. Du entscheidest deine Intentionen, dein Leben, deine Perspektive ist Gott. Ist Schöpfung, ist Kraft, ist Macht, ist reine, pure Liebe. Aber da kannst du nicht handeln, wenn du noch irgendwo in irgendwelchen Boxes, Abhängigkeiten und Bedingungen deine Energie drinne hast. Da ist deine Power, da ist deine Gesundheit in der Box, da ist dein kleines bisschen Liebe in der Box, bedingungsvolle Liebe ist in der Box. Und du, wo bist denn du? Wo ist dein wahres Ich? Wo ist dein wahres Sein? Das sitzt hier in seiner Seele, in seiner Wahrheit und wartet, bis dein menschliches Ich da ankommt, wo es hingehört. Nach Hause, in Liebe, in Größe, in Bedingungslosigkeit. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass wir geführt worden sind. Ich sehe es ja an mir. Was mache ich hier? Warum rede ich hier? Warum erkläre ich hier, woher weiß ich das ganze Zeug, wieso, woher kommt's? Ja, es kommt von der größeren Idee. Es kommt von der größeren Idee, die absolut pure, pure Liebe ist für mich, für mein Leben, für alles. Daher kommt das. Ich muss nicht irgendeine Entity channeln oder was auch immer hier eine Story dran hängen, wie das heißen soll. Ich muss es auch nicht benennen. Ich kann es einfach als Wahrheit benennen, als Wahrheit für mein göttliches Wesen, für meine Resonanz. Es ist die Wahrheit, die sich einfach verdammt gut anfühlt. Und all das, was sich verdammt gut anfühlt, ist die Wahrheit. Und wie viel hast du, was sich wirklich verdammt gut anfühlt, den lieben langen Tag, wo du wach bist, 12 Stunden lang? Wie viel von dem fühlt sich tatsächlich verdammt gut an? Und all diese Momente, die sich nicht verdammt gut anfühlen, sind Momente, die dir aufzeigen, dass da noch mehr geht, dass da noch viel, viel mehr Liebe ist, dass da viel, viel mehr Bedingungslosigkeit möglich ist für dich in deinem Leben. Und wenn du, ja, so ist das, und wenn du das als dein Lifestyle benennst und sagst, mein Lifestyle ist, wie kann ich mehr Liebe in mich, mein Leben, in mein Umfeld bringen, wie kann ich die Welt aus den Augen der wahren göttlichen Liebe, bedingungslosen Liebe sehen? Weil diese ganzen Schrottbedingungen, die sind ja alle nur aufgebaut worden. Damit ich glaube, ich muss Bedingungen erfüllen und nicht in meine wahre Kraft trete. Wenn du das erkennst und da deine ganze Power reinhängst, dann wirst du sowas von zufrieden und glücklich sein. Dann wirst du sowas von frei sein und bedingungslos sein und in einem wunderbaren Energie mit anderen Menschen in Unabhängigkeit schwimmen. Und das ist doch das, was Wahrheit ist, was uns für uns so schön ist und wo wir scheinbar versuchen, das zu erreichen mit unserem Verstand, wofür und wogegen wir sein dürfen. Wir müssen uns nur entscheiden, wofür wir sind. Und für was für ein Leben wir sind, für was für Beziehungen wir sind,
für was für materielle Dinge wir stehen. Weil wir sind hier auch, um materielle Dinge zu schöpfen. Dazu sind wir hier. Es ist nicht so, dass alles Materielle böse und schlecht ist. Sondern sieh es doch mal so, diese ganzen materiellen Dinge, die wir uns geschafft haben, erschaffen haben, wie viel davon sind dazu da, dass wir mehr Zeit haben für uns, dass wir mehr Zeit haben, unsere Wahrheit zu erkennen und zu leben. Und dass wir dann noch mehr unsere Kraft und unsere Power raushauen dürfen, um von diesem Standpunkt, von dieser Lebenseinstellung, von dieser Lebensphilosophie raus das Leben zu kreieren, was wir für uns und für alle anderen wollen. Also das Leben, das wir für uns kreieren, das ist ja kein Ego-Trip, hallo? Nein, sondern jeder, der für sich ein wunderschönes Leben in Liebe kreiert und Vorreiter und Stern ist, dass es ein Leben in Liebe und Bedingungslosigkeit gibt, ohne sich zu verkaufen und zu verraten. Ja, das ist das Wichtige. Weil die Leute, die scheinbar hier große freie Leben führen, die haben sich oft verraten in Bedingungen. Weil sie glauben, sie müssen gewisse Bedingungen erfüllen, ja? Das ist das, was man so sagt, der hat seine Seele verkauft für seine Freiheit, für seine finanzielle Freiheit. Weil er glaubte, er muss irgendwelche Bedingungen mit irgendwelchen Menschen, mit irgendwelchen Kästchen und Boxen erfüllen, damit er reich ist, und hat sich so in eine riesengroße Abhängigkeit gebracht. Diese Abhängigkeit darf er aber nie aufgeben, weil er sonst Angst hat, dass sein Reichtum oder seine Freiheit oder so weiter sonst beeindruckt ist. Ja? Und ich komme jetzt langsam zu Ende. Ich stelle dir nur diese eine Frage. Wir alle wollen Geld. Wir alle wollen Geld. Weil Geld ist das Symbol der Freiheit und eröffnet uns diese Möglichkeiten und uns unser Sein hier zu verkörpern und umzusetzen. Wir alle wollen Geld. Und wir alle glauben noch an so einen Riesensack von Bedingungen, wie Geld zu uns kommen kann. Und dann nehmen wir irgendwelche Bedingungen und arbeiten an denen, dass sie so erfüllt sind, weil dann Geld kommt. Aber was ist, wenn ich dir sage, das brauchst du nicht? Was ist, wenn ich dir sage, auch hier gilt genau das Gleiche. Keine Bedingung dafür, dass du finanziell reich sein kannst. Keine Bedingung. Nichts. Keine Ausbildung ist eine Bedingung. Keine Lebensphase, kein Alter. Was gibt es noch für Bedingungen für Geld? Nichts auf dieser Welt. Wenn du es nicht erlaubst, Klammer zu, ist eine Bedingung dafür, dass du Geld anziehen darfst, dass du Geld in Umlauf bringen darfst, wie deinen Atem. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Dafür gibt es keine Bedingung, dafür bist du berechtigt. Nur es muss deine Intention sein, dass du jemand bist, der ohne Bedingung berechtigt ist, Geld im Umlauf zu halten, in ganz großen, großen Mengen. Keine Bedingung. Ja, jetzt ist gleich mein Ding. Mürivet, ich bin so im Vertrauen, das habe ich Montag im ersten Bezirk erlebt. Da war immer zwei Krasse daneben, habe nichts mitbekommen. Da kann ich nur mein E-Business auch verwenden. Verstehe ich jetzt nicht ganz, aber Vertrauen, genau. Vertrauen ist das Nummer eins. Und das Vertrauen kriegst du, wenn du weißt, wer du wirklich bist, wo deine wahre, wahre Power ist. Und deine Power ist in deiner Klarheit, ist in deinem Fokus, ist in deiner Vision und ist in deiner Energie, die du in dir kreieren darfst. Und die höchste, beschleunigendste Energie ist eben alles, was sich nach Liebe, nach Begeisterung, nach Freude anfühlt. Und was heißt das wirklich? Jetzt gebe ich dir noch einen Tipp. Wie sehr kannst du dich an Dingen freuen, die du noch nicht erlebt hast? Wie sehr kannst du dich, ich sag's jetzt mal krass, für deine Million auf dem Konto begeistern? Wie sehr? Wie sehr kannst du einen Menschen lieben, der dir eine Abfuhr gegeben hat? Der dir gesagt hat, er will dich nicht lieben, er will dich nie wieder in deinem Leben haben. Wie sehr kannst du so einen Menschen lieben?
Wie sehr kannst du jeden Moment Liebe generieren? Frag dich das immer wieder. Und deswegen, wenn dich das jetzt angesprochen hat und du bist nicht in die Mind Money, wir haben einen Call gehabt, wir gehen noch bis Ende des Jahres zusammen und da machen wir genau das, wie geht's? Wie mache ich's? Genau, die Susi ist dabei. Werde besser und besser. Genau, wie werde ich besser und besser in dem? Und je besser und besser du in deinem Inneren wirst und wirkst, desto mehr siehst du es im Außen. Aber es kommt halt alles daraus, aus dem Innen. Und der Bullshit im Außen, solange der dir das nicht erlaubt, hier im Innen grenzenlos zu sein, solange bist du halt in dieser begrenzten Welt mit deinen Grenzen. Ich kann dich wirklich nur einladen, komm mit. Der Call von letzte Woche ist aufgezeichnet. Du bist in der Facebook-Gruppe dabei. Du bist im Austausch mit den Leuten dabei. Und du arbeitest bis Ende des Jahres, den ganzen Bullshit auszusortieren, der dich im Gefängnis hält, der dich in der Krankheit hält, der dich in einer finanziellen schwachen Situation hält, der dich in einer schlechten Beziehung hält, der dich einfach in Dingen fest und gefangen hält, die du eigentlich nicht möchtest. Und wenn ich dir sage, dass du in 2 Monaten schon so einen riesengroßen Schritt daraus machen kannst, wenn du mitkommst, dann bleibt dir nichts anderes übrig, als auch hier ins Vertrauen zu gehen und zu sagen, ja, diese Reise gefällt mir. Ich möchte in diesen Zug einsteigen. Die Leute, die in diesem Zug sitzen und die Zugführerin, die finde ich auch gut. Und ich glaube, dass der Zug mich dorthin bringt, ein Stückchen zumindest, näher bringt, wo ich sein will, wo ich eigentlich auch wirklich hingehöre. Aber es geht nur so. Ja? Es geht nicht darum, dass du dich veränderst. Es geht nicht darum, dass du andere Sachen machst. Es geht nicht darum, dass du nicht gut genug warst und so weiter und so fort. Es geht darum, dass du wieder die Person wirst, die du wirklich bist. Ja? Und all das, was sich an dir angeheftet hat, an Gedanken, an Gefühlen, an Vorstellungen, an logischen Zusammenhängen, an Bedingungen, die dich einschränken, die nicht wirklich zu dir gehören, dass du dich einfach von diesen Geschichten löst. Aber im Kern warst du schon immer perfekt, dein wahres Sein, das, was du bist, ohne diese ganze Systemkonditionierung, das war eh schon immer super. Du bist ja schon perfekt, perfekt. Aber das zu leben, das ist der nächste Schritt. Und dazu muss ich halt all diese Dinge, die mir immer wieder suggerieren, ich sei noch nicht perfekt genug und ich dürfe noch nicht und Bedingung, 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 erkennen, ablegen, erkennen, ablegen, erkennen, ablegen. Das ist wie Wäsche waschen. Reintauchen, schütteln, raus. Reintauchen, schütteln, raus. Ja? Es ist ein Job. Es ist ein Job. Und wenn du den Job nicht willig bist zu machen, ja dann, bleibst halt da, wo du bist. Aber das ist nicht die Idee. Sondern im Großen und Ganzen ist es die Idee, dass du erkennst, was das Außen dir sagen will, dass du nach innen gehst und von innen ein neues Außen für dich und für alle kreierst. Also, keep cool, alles ist gut, schalt die Glotze ab, hol dir Notizbuch, schreib drüber, wie will ich es haben, nimm deine verschiedenen Lebensbereiche her und schreib es auf. Und dann finde einen Weg, der für dich gangbar ist, das Ganze im Innen schon zu leben und zu erleben und zu verkörpern, was du haben möchtest. Dazu brauchst du kein TV. Brauchst du vielleicht irgendwie eine glückliche Happy End Liebesgeschichte, die du dir reinziehen solltest, um zu sehen, wie sich's anfühlt, geliebt und getragen zu werden und dann auch noch fühlst, ja, warum dann der Gedanke kommt, ja, für mich ist das nicht drin, das habe ich nicht, das kann ich nicht, das kriege ich nicht und das dann wieder bearbeiten, aber das ist komplex. Aber es ist der Job. Und wenn du es schnell haben willst, komm mit in die Wine Money,
Divine Money ist göttliches Geld, göttliche Liebe, ist dein göttliches Sein, es ist deine göttliche Wahrheit und tut sich halt einfach irgendwann mal, wenn du da bist, wo das göttliche Geld ist, zeigt sich das auf deinem ach so geliebten Bankkonto. Liebst du denn dein Bankkonto? Wenn du dein Bankkonto nicht liebst, dann zeigt sich auch die Liebe dort nicht. Es sind lauter so Tricks, die macht dein Hirn mit dir. Das kriegst du alleine fast nicht hin, ja? Ich habe auch einen Coach, der mir immer noch diese restlichen kleinen Geschichten, die da noch aktiv sind, aufzeigt und ich sage, oh Mann, ey. Und dazu sind wir da, um uns gegenseitig diese Zähne zu ziehen, die sich da irgendwo gewuchert haben, wo sie überhaupt nicht hinkommen. So, ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderbaren Sonntag. Wir gehen nächste Woche weiter in Divine Money. Wir fangen an mit der Cup-Sitzung, Kundalini Activation-Sitzung haben wir nächsten Mittwoch. Wir haben Divine Healings drin und ich bin wieder so happy, auch schon im anderen Kurs hat sich gezeigt, dass meine Master auf Divine Healing richtig geil und powerful sind und auch das werde ich weiter führen und aktivieren. Das ist jetzt ein bisschen in den Hintergrund gekommen, aber hier gibt es ein Team von so geilen Divine Healing Leuten und auch die werdet ihr in Zukunft mehr in Action sehen, das kann ich versprechen. Bis dann. Tschüssi.